der Mammut, der Grandmaster of Comedy, das Urstein schlägt in ihr zu Hause, Rüdiger Hoffmann! Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich möchte meiner pädagogischen Verantwortung heute Abend hier besonders mal entsprechen und gerade die vielen jungen Menschen hier nochmal ganz ausdrücklich warnen. Ich meine, jede Generation muss ihre eigenen Fehler machen. Ne? Wirklich. Also muss man wirklich sagen, ne? Auch ruhig mal richtig kranke Sachen ausprobieren. Ne? Was weiß ich, irgendwie Klebstoff schnüffeln oder Sex mit einem rasierten Hamster. Oder Hodenpiercing, von mir aus auch FDP wählen, kann man alles machen. Aber eins sollte man sich unbedingt ersparen, und ich sage das, weil ich die traumatische Erfahrung neulich selber erst gemacht habe, Pärchenurlaub. Jo, alleine bei dem Wort, da kriege ich schon die Kriminoten. Mit dieser behämmerten Verniedlichungsform. Wir waren allen Ernstes mit Olaf und Birte in Dänemark im Pärchenurlaub, im Ferienhäuschen. Wir Vollidiotchen. Ja, zack, sitzen wir da in so Minivan und juckeln nach Dänemark. Vier Erwachsene, ein Kind namens Niklas und so ein Golden Retriever namens Attila. Mit dem leichten Hang zur Flatulenz. Ehrlich, die Töle, die hat gestunken, als gäb's keinen Morgen mehr. Ich hab gefragt, ob man das Schiebedach vielleicht mal aufmachen könnte. Da sagt die Birte, du bitte nicht, der Attila hat eine Bindehautentzündung. Da habe ich ganz höflich gefragt, ob der Attila unter den Umständen eventuell seine Furzerei mal so ein bisschen einschränken könnte. Ne? Da hat mich die Birte ganz böse angeguckt und gesagt, wegen mir würde der Hund noch Komplexe kriegen. So eine Quälerei. Ne? Und das alles nur, um nach Dänemark zu kommen. Ne? Nach Dänemark. War von euch schon mal einer in Dänemark? Für die, die noch nicht da waren, ich will es mal kurz so beschreiben. Dänemark ist wie eine riesengroße Wiese. Ne? Dann kommt Strand. Das war's. Oh. Da sitzt man da in seinem Ferienhäuschen, ne? Und guckt auf die Wiese. Also gegen Dänemark ist Holland quasi Brasilien. Oh. Habe ich auch nach unserer Ankunft da direkt so zur Sprache gebracht. Ne? Olaf und Birte meinten, diese deutsche Herrenmenschen-Arroganz, die hätten sie mir gar nicht zugetraut. Ich sage, ey Leute, entspannt euch mal. Ich habe lediglich gesagt, Dänemark ist wie eine riesengroße Wiese und nicht lasst uns doch mal wieder in Polen einmarschieren. Ja, ich meine, ich, ja. Ich sag halt, wie es ist. Ne? Wirklich, das ist, Dänemark ist wie eine Farbe beim Trocknen zuzugucken. Ne? Scheißen langweilig. Ne?
Mein klar, ich habe auch diese ganzen Kinderromane gelesen, ne? Was weiß ich hier, Ferien auf Sakrotan und so, ne? Aber da wusste ich doch noch nicht, wie öde das da in Wirklichkeit ist, ne? Dann auch noch diese Mitbewohner mit ihrem verzogenen Blag Niklas. Ne? Jo, dann gab es Abendbrot, ne? Derweil liegt die Töle unterm Küchentisch und furzt den Putz von den Wänden. Ne? Ja, ne? Nach dem Abendbrot ruft die blöde Birte in die Runde. Wer hat alles Lust auf einen Spieleabend? Jo. Ich muss sagen, ich finde Spieleabende ungefähr so prickelnd, wie sich 3 Stunden beim Arzt die Hämorrhoiden veröden zu lassen. Deswegen habe ich gesagt, spielt ihr mal schön Spitz, pass auf, ne? Oder pass auf, ich bin Spitz oder was auch immer. Ich bring derweil mal euren Sohn ins Bett und lese ihm noch eine schöne Geschichte vor. Da waren die alle ganz gerührt. Hätten sie mir gar nicht zugetraut. Ne? Jo, zu Recht. Ja, weil ich habe dem Kleinkriminellen mitnichten was vorgelesen. Aber in seinem Zimmer stand halt der einzige Fernseher. Wie sich rausstellte, hatte der Niklas ein Zombie hing am Glockenseil auch noch nicht gesehen. Mit 4 Jahren kann man das schon mal machen. Ich sag mal so, da hat ja jetzt wohl einer ordentlich was zu erzählen im Waldorf-Kindergarten. Später stellte sich dann raus, dass Olaf und Birte ihr Schlafzimmer neben unserem hatten. Und ich will es mal für die Kleineren im Saal hier so beschreiben. Der Olaf und die Birte, die hatten sich dann noch ganz doll lieb. Für die Größeren, die Potzäue haben geknattert wie die Besenbinder. Jo. Ich war kurz davor, da mit einem Eimer kaltes Wasser rüber zu gehen. Konnte ich natürlich nicht mehr einschlafen. Aber zum Glück hatte ich dieses extra starke Schlafmittel im Kulturbeutel. Kennt ihr das? Das sind so Schlafzäpfchen. Die wirken so schnell, wenn man da morgens aufwacht, hat man oft noch den Finger. Und so schleppten sich die Tage dahin. Die Töle hat versucht, sich die Seele aus dem Leib zu furzen. Meine Augen waren schon so am Tränen. Ich habe schon gedacht, ich hätte eine Netzhautablösung. Und dann in einer nebligen Nacht, da ist der Attila doch tatsächlich verschwunden. Kann man sich sowas vorstellen? Ich meine, dass so Golden Retriever intelligente Hunde sind, das weiß man ja, ne? Aber dass so einer das wirklich schafft, ganz alleine so eine Türklinke runterzudrücken, ne? Und vorher sogar noch die Haustür aufzuschließen. Wahnsinn. Ne? Gut, es sei denn, er hätte Hilfe gehabt. Ne? Aber ich meine, wer macht denn sowas?